herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und zeige dir, was du alles aus alten Zeitungen herstellen kannst. Und ich zeige dir ab und dann auch Dekorationsmöglichkeiten für zu Hause. Jemand hat mich darum gebeten, ich soll doch mal was zeigen, um Kräuter zu beschriften. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, aber es geht immer etwa in das Gleiche rein. Und so habe ich mir Fantasiefiguren überlegt und habe die aus Pulp gemacht. Wenn du nicht weißt, was Pulp ist, dann schau doch bitte bei meinem Video. Du wirst sehen, bei den Weihnachtskugeln oder wie ich eine Vase gestalte, wie ich die Pulp herstelle. Da kannst du mal vorbeischauen und natürlich in alle anderen Videos reinschauen, was ich schon alles aus Pulp gefertigt habe. Aber nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen und am Schluss sehen wir uns nochmals. Viel Spaß!
Thank you.
Das sind jetzt meine fertigen zwei Fantasiefiguren. Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für dich. Das ist sicher was, was du auch mit Kindern machen kannst, lustige Fantasiefiguren zu kreieren und dann so in den Kräuter kannst du sie auf einen Stecken drauf machen und dann verstecken die sich in den Kräutern. Ich finde das mal eine schöne Alternative. Sie können natürlich auch ein bisschen moderner sein. Das wäre das zu den Kräuterbeschriftungen. Und was ich euch schon lange sagen wollte und immer wieder vergessen habe, ist, dass der junge Mann, den ich verschenkt habe, der ist bei der Sabine angekommen. Das seht ihr hier eingeblendet. Und der Junge heißt jetzt Erik und hat ein wunderbares neues Zuhause. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß zusammen, ihr zwei. Und dann war noch die liebe Carla bei mir im Workshop. Sie ist wirklich 6 Stunden gefahren, um an meinen Kurs zu kommen. Da fühle ich mich sehr geehrt. Wir hatten tolle Tage zusammen und beim Spaziergang hat sie mir noch Blumen gezeigt, wo man auch Kränze machen kann. Das werde ich noch aufgreifen, das werde ich euch zeigen. Und im August gibt es wieder neue Kurse. Schaut doch mal vorbei auf meiner Homepage. Die ist wie immer hier unten eingeblendet. Und dann würde ich mich natürlich sehr über einen Kommentar von dir freuen. Und wenn du noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. So ist es eine kleine Wertschätzung für meine Zeit, die ich hier investiere. Und so würde ich sagen, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.